Hallo, ach egal, überspringen wir das, komm, los. Wir spielen Donkey Kong Country! Woo! Yeah! 1994, geil. Spielt Donkey Kong Country auf dem SNES. Das sieht man ja am Bild, ne? Das ist garantiert nicht der NTSC-Filter beim SNES-Emulator, nein. Ja, Donkey Kong Country kennt man, ne? Sollte man kennen. Geil. Haha, Bock. Ich glaube, das ist das erste SNES-Spiel auf meinem Kanal. Ja, geil, ne? Hat man Bock. So, hier links ist Donkey Kongs Bananenvorrat und der ist leer. Oh nein. Das ist die Story. Und dann sagt man, hey, yeah. Ich bin Donkey Kong und ich werde jetzt wohl ein bisschen deprimiert, ne? Sagt man sich, cool. Hey, da ist ein Fass. Was ab? Oder ist dann Diddy drin, geil, ne? Ah, scheiße. Und pass auf. Man kann auf den Fässern, kann man. Keine Ahnung, man kann halt so drauf rumlaufen. Ja. Wir spielen Donkey Kong Country. Ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Doch, einmal. Aber nee. Das zählt nicht. Aber ich habe Donkey Kong Country 2 auf Virtual Console und Donkey Kong Country 3 auch. Werden nicht alle Boni sammeln. Ja. ich werde sie vielleicht sogar. Vielleicht versuche ich sogar sie zu vermeiden. Geil, ne? Ja. Das Spiel, da müsste ich jetzt natürlich irgendwelche deepe Background-Story erzählen, wie zum Beispiel ja. Und das fanden die damals voll schön. Als sie sich so gesagt haben, hey, das sind vorgerenderte 3D-Grafiken, das ist beautiful. Das muss jeder große Let's Player muss das erzählen. Weil, woher soll man das denn sonst wissen? Geht ja gar nicht. Ich finde das relativ interessant, dass es in den ersten Leveln irgendwie immer mit den Palmen da noch so ist, dass man auf den Palmen rumjumpen kann. Rumjumpen, geil! So, diese goldenen Trophäen, ich denke, muss ich das erklären? Ich weiß es nicht. Die goldenen Trophäen sind dafür da, dass wenn man eine gewisse Anzahl gesammelt hat, man in ein Bonus-Level kommt. Scheiße. Wenn man in ein Bonus-Level kommt und, da kannst du dann ganz viele Bananen sammeln oder so. Ne, ganz viele Statuen. Für die bekommst du dann Leben, ne? Stimmt. Da sagen dann immer die großen Let's Player, oh, so schlimm. Ich denke mir so, Seid ihr wohl ein bisschen zu schlecht? Und habt Angst, dass ihr da nicht mehr so weit kommt in Level oder was? Ganz offenkundig. Aber ich bin gerade ein bisschen überrascht, wie gut das hier von der Hand läuft, ne? Und jetzt hier, voll super. Der Hintergrund ändert sich. Beautiful und alles ist schön und nachher. Ja, ich bin gerade ein bisschen angepisst, ich sag's ganz ehrlich. So, ich werde jetzt nicht irgendwelche lustigen, Gespräche mit Cranky führen. Verrückt, ne? Jetzt im Reptile Rumble, bin gerade ein bisschen angepisst. Das merkt man vielleicht nicht, aber ich muss unbedingt darauf hinaus, weil... wofür nehme ich denn jetzt hier was auf, ne? Ich wollte eigentlich Conker aufnehmen, dann habe ich mir gedacht, hey, ich habe schon so viele N64-Spiele auf meinem Kanal. Kam lange nichts anderes mehr, aber... Dann war es sowieso vorbei, als dann Playtonic mir gesagt hat, Ukulele kommt nicht für Wii U, weil technische Schwierigkeiten. Mein Mann hat mir mal erzählt, dass das Spiel extra auf Wii U entwickelt wurde, damit es eben keine technischen Schwierigkeiten mit der Wii U-Version gibt, aber entweder waren das falsche Infos oder Playtonic, ne? Oder sie wollen mich einfach abfacken. Genau, sie haben es auf mich abgesehen, eindeutig. Das ist die wollen halt auch nicht die Views, ne? Die wollen halt nicht. Nee. Ich merk sowas. Und da merke ich eindeutig, da ist keine Kooperation vorhanden. Das ist nicht gut so, ne? Ja. Jetzt sagen andere Leute, hey, spar doch für die Switch! Dann sag ich, ich hab schon das letzte Spiel, was ich gekauft habe, das war Paper Mario Color Smash. Wann war das? Kam doch vor 2 Monaten raus, ne? 2 Monaten kam das raus. Das ist das Einzige, was ich innerhalb der letzten 2 Monate gekauft habe.
Oder nicht? Nee, ich glaube den Xbox 360 Controller auch. Der ist übrigens, der ist so super gerade. Ich bin so, wow. Der Controller, ne? Mann, ich raste aus. Und hier muss ich jetzt ganz leise sein, weil das ist so eine schöne Musik. Oh. Ich fresse. Du bist bestimmt auch die Person, die sich noch nicht mal mein Donkey Kong Country Wasserlevel Medley angehört hat, ne? Du bist das. Arschloch. Ja, schau's dir an. Das ist total gechillt und das kannst du dir noch zum Einschlafen anhören und kannst dir sagen, oh Gott, klingen diese Instrumente. Ah, da. Ah, MIDI, ah, I, geh weg. Sag ich, ja, sorry. Ah, nein, en garde, Arschloch. Da ist er, der eklige. Nein, no, er ist weg, da ist er. Ja, en garde, nein, halt. Na, kommst doch. Jetzt ist er jetzt despawned. Nein, da ist er. Ja, sehr gut. Oh, Gott. Ah. Ja. So ganz vorsichtig, ne? Kann ich nicht eigentlich. Genau. Nee, Moment. Gibt's nicht eigentlich. Gibt doch eigentlich eine super Aufladeattacke, oder? Gibt's hier nur Nachfolger? I don't know. Super, ne? Musik natürlich, David Wise, ganz wichtig. Das muss man auch noch sagen. Na, ja, kommst du auch wieder, oder? Ja. Ah, halt, stopp! Halt. Der glänzt, guck mal. Schau dir mal das an, der glänzt da. Ist aber ein ganz schöner und hübscher. Da wieder? Da. Bam. Das überrascht mich tatsächlich, dass. Oh! Dass der nicht irgendwie despawnt oder so. War natürlich eine ganz, ganz großes Kino und dann natürlich der. Hier, ne? Wie hieß es? Der Yoshi's Island. Egal, das war dann sagte Miyamoto. Ah, Miyamoto, wir brauchen. Brauchen eine hübsche Grafik, aber nein, wir machen keine hübsche Grafik. Oh, hier. Guck mal, immer links drauf springen. Irgendwann geht's vielleicht mal. Nein, wir überspringen das ganze Level. Nein, das war jetzt. Nein, nu. Stirb. Sehr gut. Da sagte Miyamoto. Ja, weil Donkey Kong Country so hübsch ist, müssen wir da jetzt auch ein hübsches Spiel machen. Und dann hat er sich gesagt: Nee, wir machen jetzt kein hübsches Spiel, wir machen jetzt Yoshi's Island. Duh. Könnt mich mal. In Miyamoto, ich mach was ich will. So war das. Naja. Ist ein bisschen risky hier, ne? Yeah. Oh Gott. Ich glaube, ich hätte doch lieber den anderen Weg gemacht. Sind wir schon hier? Na. Ich da oben, nee. Jetzt 1A Timing natürlich. 1A Timing-Gefühl ist gefragt. Hm, das habe ich doch. Ja, da war ich auf jeden Fall heute richtig angepisst und habe richtig früh gegessen. Wisst ihr, wann ich gegessen habe? Ich habe lange nicht mehr so früh Mittag gegessen. Jetzt ist es 13.30 Uhr. Oh, in einer halben Stunde darf ich den Mario 64-Part für heute freischalten. Yeah. 12.30 Uhr habe ich gegessen. Bin gerade fertig mit Essen und oh. Schon lange nicht mehr so früh gegessen, ne? Verrückt. Das muss schon was heißen, wenn ich früh esse, da muss ich schon richtig sauer sein. Ich hatte schon die ganze Zeit geplant, dass ich heute was aufnehme, ne? Mal wieder so nach 2 Monaten. Mal wieder ein geiles Let's Play alleine aufnehmen. Aber dann kam Playtonic, da haben mich richtig angekotzt. Nee. Ich hab getwittert, folgt mir auf Twitter. Hab getwittert, dass das geht ja nicht an. Ups. Ja. Bam. Falsche Seite. Hab ich getwittert und dann. Ah, oh Gott. Dann hat mir. Ja. Übrigens, folgt mir auf Twitter. Da ist das TNT-Verpacker. Ich finde das heraus, wo das hin muss.
Verdammt. Okay, ich find's vielleicht doch nicht heraus. Weil ich jetzt so gut bin, dass ich hier einfach so durchflowe. Das ist hier. Wah! Das war ein bisschen knapp. Oh, Secret. Secret. Geil. Ich finde hier, ich bin Secret Hunter. Ich finde das alles. Ich finde das alles heraus. Ruft bei mir an. Bei mir kriegt ihr die Infos. So, und bam. Fick dich. Yeah, Barrel Canyon, geschafft. Yeah. Wir speichern. Candy Save Point. Woo. Hi, I'm Candy Kong. Ah, this is my Save Point. Safe. Guck mal, schon 7%, das ging schnell. Very Gnaughty ist der. Jetzt geht's zu Very Gnaughty. Der richtig Gnaughty, ich sag's dir. Das ist aber, das ist schon nicht mehr schön, was der da macht. Guck mal, wie schnell der hüpft. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, kleiner Gnaughty. Hüpf, hüpf. Und das war's. Ach nee, falsch. Ah, verdammt. Ah, sorry. Ja. Die Affenminen, mein Lieblingsfeld. Geilen Affi. Affiminen. Affi. Wow. Affiminen. Super. Und hier kommt Winky der Frosch und der, da sagen dann immer alle, Winky der Frosch ist der, ne? Den mag ich nicht. Sag ich, aha, bist ja ein richtig guter Spieler. Ja, das ist ein cooles Level. Generell, die Level sind eigentlich, sind alle ziemlich cool. Guck mal hier, Tricks. Trick 17. Tipp, tipp, tipp. Und da komme ich jetzt nicht hoch. Weil ich den geilen Winky nicht mehr habe. Das ist jetzt natürlich tragisch. Aber ich glaube, man kriegt Winky sogar nur am Anfang. Verdammt. Jetzt kriege ich meinen Winky nicht mehr. Aber nein, ich habe mich vertan, stimmt. Alle sagen immer, Winky ist voll scheiße, aber... Expresso ist noch schlimmer. Oh, Expresso, ne? Weißt du, ich... Oh, nein, nicht Expresso. Gibt's eigentlich irgendwas in dem Spiel von 100%? Und jetzt sehe ich natürlich Minecart Madness, da wo alle immer rumheulen und dann, sagen die in der Nintendo... WiiWare... Scheiße. Der Nintendo WiiWare Show... Hey, du kannst da runterspringen, dann ist halt fast zu Ende. Weiß aber gar nicht, wo das ist. Ist mir auch egal, wir machen das jetzt einfach so. Wey. Das fand ich tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen schwer, aber... Aber hey, kein Ding für den King, ne? Geil. Dö, 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 dö. Dip, 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 dip. Oh, Musik ist super, ne? Da kriegt man Bock. Oh nein, eine En Garde-Figur. Verdammt. Was mache ich jetzt nur? Scheiße. Oh. Da fällt man raus. Es. Say what? Ja. Relevant. Irgendwelche komischen Geräusche. So. Dann natürlich ganz wichtig, am Ende kommt ein Gegner. Oh nein. Das war noch nicht der. Wow. Die überraschen mich ein bisschen. Ich hab ein bisschen Angst, ne? So. Da wieder einer und... Ah, fuck. So, schnell wieder jetzt Minecart jumpen, bevor man rausfällt. So, der kommt gleich, der kommt gleich. Gleich kommt er, pass auf. Wow. Ich hab das, wow. Ich hab das Spiel, glaube ich, mal angefangen auf dem echten SNES. Mit meiner Tante. Wer denn? So, und pass auf da. Ha. Ausgetrickst. Die hatten echt eine SNES. Da habe ich dann. Die hatte, glaube ich, Donkey Kong Country. Donkey Kong Country 3. Irgendwas mit Babus. Nee, Babus, ne, oder so. Sehen wir hier in Russland, oder was? Lol. Ne, es kommt jetzt ein Biss, ne? Wo kommt das? Jetzt, ne? Jetzt, bam. Nein. Aber gleich, gleich, gleich. Ach, dieses... Ist jetzt hier, bam. Nein, oh Gott, mach doch.
Da, das meine ich. Wie er durch die Wand getrickst. Das ist doch falsch. Das ist durch die Wand durch. Wow. Gott. Natürlich muss man auch noch die Facts an Start bringen, dass die Rolle der Roll Jump ist ja eigentlich ein Glitch gewesen. Und hat Rare gesagt, das ist kein Glitch, das ist ein Feature. Fun Fact, das ist gar nicht mal so schwer, das rauszumachen. Also ist hier nicht mal so etwas wie eine Rüge dafür, ist da nicht mal berechtigt, ne? So. Wie? 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 Ah, wow. Kriegt ein bisschen Angst. Nein! No! Ah, Gott! Ah! Schnell, durch hier. So, geh. Nein. GG. So, und... Ah. Was mache ich mit dem Reifen jetzt? Auf die Plattform. Alter, richtig gut! Wir kriegen die Boni alle. Ah. Oh Gott, komm schon. Yes. So schwer ist das doch nicht. So. Nur weil ich so einen 1-A-Rhythmus habe, mit dem das Spiel nicht mithalten kann. So, und runter. Geil. So, dann machen wir noch ein Level. Bouncy Bonanza. Hm. Der hört sich super an. So, die Stop and Go Station. Also mit Zombies. Oh. Zombies. Verdammt. Hab schon richtig Angst. Zombie-Kremlings. Mhm. Natürlich auch ganz wichtig, immer die Kremling-Thematik. Ah, Thematik war das Wort, nach der ich vorhin mit dem Yoshi Island-Zeug gesucht habe. Thematik. Thematik, Thema-Fick. Mhm. Thema-Fick ist auch immer richtig. Vor allen Dingen Thema-Dick beim Fick. Mhm. Das ist ein wichtiges Thema. Guck mal, wie das hier... Oh. Wie das hier float, wollte ich gerade sagen. Ah. Verdammt! Zombies mit den roten Augen. Sind die eigentlich so dick? Ja, beim Fick. Ja. Ja. Ah! Oh, Bonus! Moment, wie man heutzutage sagt. Sheesh! Sheesh! Yeah! Bam und bam und. Verdammt und yeah! Gut. Cool. Habe ich gut gemacht. Klapptraps. Trackklaps, klapptraps. Nein, verdammt. Der Reifen respawnt doch bestimmt, oder? Ja. Genau das, der Klapptrap. Klapp, klapp, klapp. Wie hier durchflow, ne? Es ist aber auch... Ist ein bisschen beneidenswert. So habe ich das Spiel noch nie gespielt. Diesen Flow. Den es... normalerweise verlangt. Vom jeweiligen Spieler. Oder in meinem Fall halt Flower, ne? Und save wir nochmal geil bei Candy ab und... Das geht ja schnell hier, das Spiel, ne? Hello guys, got anything worth saving? Nein. Sagst du noch was anderes? Tschüss. Nein, ich möchte schon saven. Juhu! Honey Kong? Now is a good time to save your family. Das glaube ich auch. Johohoho! Und buddel voll rum. Okay, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im zweiten Part von diesem super mega geilen Let's Play wieder mit dabei. Bis dann und ciao! Ich kann sogar noch ein Part aufnehmen, bevor ich Mario 64... Egal, tschüss! Vielleicht Mario 64 releasen muss.